Hallo liebe Leser, zu unserem Pro Evolution Soccer 5 Mehrspieler-Match. Der Georg spielt hier mit Klassik Deutschland. Ja, und der David versucht sich mit Klassik Brasilien. Ja, die Klassik-Mannschaften sind jetzt ein neues Feature im Pro Evolution Soccer 5, die gab es im Vierer nicht. Die kann man, wenn man vorher genug Spiele gemacht hat, mit dem PS-Dollars freikaufen. Genau, und hier sieht man mal die Eröffnungssequenz, die zwar immer gleich aussieht, aber die man dann auch abstellen kann. Da wird so ein bisschen gepostet und dann geht's auch schon los. Und beim anderen bin ich mit meinem grandiosen Dribbling-Trick gescheitert. Ja, und ich stürme hier mit meinen Klassik-Deutschen mal los. Das ist jetzt so, dass sie... Oh, da geht's schon los. Nein. Ein Fehler. Nein. Was für ein Tor. Ja, sie merken schon, das ist wieder sehr emotional, das Spiel. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass... Pro Evo 5 wieder einige Lizenzen zwar hat, aber von diesen Klassik-Teams hier zum Beispiel nicht und auch nicht von der originaldeutschen Mannschaft, die jetzt wieder eine Chance hat. Pfosten! Ja, da hat meine Abwehr natürlich nochmal grandios reagiert. Nein. Wobei man auch sagen muss, dass Pro Evolution Soccer 5 wesentlich schwerer geworden ist, weil die Ballphysik komplett überarbeitet ist und Spieler und Ball jetzt viel mehr voneinander getrennt sind. Jetzt ist schon wieder ein Tor! Nein, das war kein Abseits. Sehr gut. Und natürlich war das Abseits. Das war kein Abseits, es war gleiche Höhe mindestens. So. Nein. So, jetzt darf ich auch endlich mal. Jetzt wollen wir... Ja, komm, hau ihn. Mach. Nein! Ja. Ja, solche Tore sind halt auch wesentlich schwerer geworden. Flanken kommen nur sehr selten rein. Das war im Vierer ja ganz anders. Ja, und nach der doch dann eher entspannenden ersten Halbzeit geht es halt auch schon weiter. Spielaufbau ganz typisch. Meistens jetzt findet viel mehr am Mittelfeld statt als vorher. Im Vorgänger war er viel im Strafraum. Flankenschuss. Nein, nein! Oh! Was für ein Schuss! Volley genommen und der Torwart hält ihn. Ja. Guter Mann. Ja, jetzt die Ecke, die Standardsituation haben sich im Vergleich zum Vorgänger überhaupt nicht verändert. Die sind halt von ihrer Ausführung her gleich geblieben. Also Ecken und Freistöße. Na, schau mal. Ja, da sieht man jetzt zum Beispiel sehr schön, dass sich die Mannschaften auch deutlich voneinander unterscheiden und individuelle Stärken haben. Die Klassik-Brasilien-Mannschaft zum Beispiel ist sehr gut, was beide Pässe angeht, während Georgs Klassik-Deutschland in Zweikämpfen zum Beispiel sehr, sehr stark ist. Das ist alles sehr individuell und da kann man sich dann die Mannschaft raussuchen, wer am besten zur eigenen Spielweise passt. Genau, die klassischen deutschen Tugenden. Natürlich gibt es auch wieder die Möglichkeit, sehr viel mit der Taktik. Nein, das ist doch nix. Mann. Versuchst du nicht auch mit Flanken? Du hast doch vorhin selber gesagt, das geht nicht gescheit. Ja, aber im Vierer ging's so gut, weißt du? Ja, durch. Und schießt doch. Ja, nein, schießt er wieder vorbei. Also der Oma hält, weißt du, wer so einen Namen hat, der trifft halt auch nix. Aber guck, das muss er doch einfach reinschieben. Nein, der schießt doch vorbei. Also viele Sachen, wo man im Vierer PS noch gesagt hätte, ja, das ist ein sicheres Tor, gehen halt nicht rein. Also wir hatten so das Gefühl, man muss schon jetzt genauer beim Schuss zielen, oder? Ja, man muss auch, also es ist teilweise fast schon ein bisschen Arbeit. Meistens spielen wir auch 0-0 und oftmals geht es dann ins Elfmeterschießen. Da fehlt uns so ein bisschen. Jetzt, komm, geh. Oh, nein. Warum? Ja, der Haken war zu viel. Also, hätte ich ihn vielleicht noch austricksen sollen. Ja, die Brasilianer wollen dann halt zu viel zaubern, statt einfach... Grandios drauf zu hämmern, ja. Ja, wie eben schon gesagt, sind wir beim 0-0. Jetzt kommt also die Verlängerung. Ja, das ist doch nichts. Das ist doch schon am Ansatz wieder. Mach. Vorbeigekriegt. Jetzt wird es keine Flanke. Ach, steht es ist keiner. Es ist niemand mitgelaufen. Ja, da hast du vielleicht eine etwas zu defensive Formation gewählt am Anfang. Ja, defensiv muss ich ja auch, weißt du, weil wenn die Deutschen so Zweikampf, so Freistoß, die Ausführung ist auch genau gleich wie im Vierer noch. Er schießt direkt aufs Tor. Sprich, also mit den Schultertasten kann man die Flugbahn so etwas anpassen. Das passt ins Bild. Genau, wenn du ein bisschen drei drin haben willst. Ja. Okay, dann probieren wir es nochmal von hinten mit dem Spielaufbau. Ja, das war nichts. Zu mir geprallt, sehr gut. Ihr seht schon, es findet viel, viel mehr im Mittelfeld statt. Auch so ein bisschen die KI ist, finden wir, etwas besser geworden, was so das Abfangen vom Ball und das Stellungsspiel anbelangt. Aber jetzt setzen wir uns schön durch auf das. Jawohl, da ist doch niemand. Nein, angestolpert. Ja, und Schuss! Halt ihn! Ja! Mach von abprallen lassen, das ist sehr schön, danke. 1-0.
Ihr seht auch schön die Klassik-Deutschland-Frisuren, entsprechen auch ungefähr der Zeit. Das soll ja die Mannschaft von der WM 74, glaube ich, sein. Was das für eine brasilianische Mannschaft ist, konnten wir übrigens nicht identifizieren. Und jetzt auch nochmal die ganzen Wiederholungen natürlich bei so einem schönen Tor. Ja, den hätte Herr Müller, also dieser Mjarni, der hier jetzt gerade am Ball ist, soll Gerd Müller sein. Hätte eigentlich schon selber verwandeln müssen, aber da kann er gerade noch klatschen lassen. Natürlich auch geschenkt, muss man jetzt dazu sagen. Ja, danke. Ja, gern geschehen. Auch mal ein paar Tore fallen im Video, nicht? So, jetzt habe ich... Ja. Ich verstehe, warum wir diesen Trick machen. Das, das sieht halt die schon cool aus, weißt du? Auch wenn es meistens nicht ganz so... Ja, das ist jetzt schon ein bisschen unter Zugzwang, ne? Ich kann mich eigentlich hinten einstellen und dich... Ja, aber die Brasilianer sind ja sehr dribbelstark, siehst du? Die bleiben schon... Ja, das klär ich doch ganz souverän. Jetzt komm. Ja. Nein, nein, nein. Jetzt ist der weg. Pass. Hau ihn weg. Nein, was macht der denn? Nein, nein, nein. Yes. Yes. Was macht der denn, der Trottel? Der hätte ihn doch einfach wegklopfen müssen. Sehr schöne Vorlage von dir übrigens. Dann vielen, vielen Dank zurück. Nein, nein, nein. Da ärgert man sich natürlich. Jetzt muss ich jetzt auch mal genau eine Zeitlupe angucken, was der Trottel da gemacht hat. Ja, Zeitlupen gucken wir uns von dem Tor jetzt selbstverständlich noch eine ganze Menge an. Ja, ja, ja. Man sieht hier übrigens auch, dass die so, Spieler wieder sehr detailliert sind. Ja, ja, standen da einfach weg durch direkt, will er ihn irgendwie toll annehmen und dann noch getunnelt. Ach, da hat Sepp Maier natürlich keine Chance im Tor. Wir hätten einfach weghauen müssen. Nein, er will ihn hier großfressig durch die Beine annehmen. Durch die Beine. Ja, und da in der Partie dann auch weiter keine Tore mehr gefallen sind, ist es dann beim Unentschieden geblieben. Und ich denke, jetzt können Sie sich einfach nochmal ein paar Höhepunkte vom Spiel anschauen und wir verabschieden uns dabei. Auf Wiedersehen. Tschüss. Darf wieder getüftelt werden. Die Crazy Machines sind zurück mit laut Pressetext mehr als 100 neuen Aufgaben. 101 sind es genau genommen, was besagten Pressetext dezent ins Lächerliche zieht, für das eigentliche Spiel aber egal ist. Die Aufgaben sind nämlich so knifflig, witzig und fordernd, wie man es von der Reihe gewohnt ist. Sehr gut gelungen ist den Entwicklern das Balancing der einzelnen Rätsel. Die reichen von einfach und fast schon offensichtlich wie bei dem, das Sie hier gerade sehen, bis zu extrem knifflig. Allerdings steigt der Schwierigkeitsgrad im Verlauf des Spiels nicht stetig an, sondern wechselt ständig zwischen kinderleicht und bockschwer. Das dürfte vor allem Einsteigern zu schaffen machen. Dies ist eine der schwierigeren Aufgaben. Wir müssen die Bowlingkugel nicht nur von Fleck bewegen, sondern auch dafür sorgen, dass sie den vorgegebenen Parcours immer wieder durchläuft. Das Schöne an der Crazy Machines Reihe war schon immer und ist auch diesmal wieder die steile Lernkurve und die damit verbundenen Erfolgserlebnisse. Am Anfang stehen wir recht ratlos da mit all den wirr angeordneten Teilen und meist einem guten Dutzend Objekten, die wir verbauen sollen. Nach etwas Herumprobieren wird dann aber alles immer etwas klarer. Sehr schön auch, dass es für die meisten Experimente mehr als nur eine mögliche Lösung gibt. Mit etwas Einfallsreichtum sind wir des Öfteren auf andere Ansätze gestoßen, als die, die sich die Entwickler ausgedacht haben. Wenn Sie anspruchsvolles Knobeln mögen und im besten Fall schon einen der Vorgänger gespielt haben, dann machen Sie mit Crazy Machines Neues aus dem Labor nichts falsch.
Neben X-Men Legends 2 steht diesen Monat mit Ultimate Spider-Man gleich die zweite Comic-Adaption zum Test an. Im Gegensatz zum Action-Rollenspiel mit den Mutanten ist der Auftritt von Peter Parker allerdings ein klassisches Action-Adventure, in dem sie mit der menschlichen Spinne durch Straßenschluchten turnen und böse Buben ausschalten. Zwischen den Story-Missionen können wir uns frei durch die Stadt bewegen und beispielsweise Herausforderungen wie dieses Checkpoint-Rennen absolvieren. Das ist nicht nur eine gute Gelegenheit, sich mit dem Herumturnen in der Großstadt und der manchmal etwas zickigen Kamera anzufreunden. Für gute Ergebnisse gibt es nämlich auch Boni, zum Beispiel mehr Lebensenergie für Spider-Man oder stärkere Angriffe. Wenn wir nicht gerade Bestzeiten hinterherjagen, dann sind wir ein ganz normaler Superheld und auf der Suche nach roten Punkten auf der Minimap rechts unten im Bild. Die symbolisieren nämlich sogenannte City-Events. Das kann wie hier ein ganz normaler Überfall sein oder eine spannende Verfolgungsjagd. Wenn wir schnell genug zum Ort des Geschehens kommen, dann können wir eingreifen. Die Notlagen unserer Mitbürger reichen dabei von Unfallopfern, die wir in kürzester Zeit ins Krankenhaus schaffen sollen, bis zu schwindelerregenden Notlagen wie dieser. Sobald wir eine Reihe dieser Nebenaufträge erledigt haben, wird die nächste Story-Mission freigeschaltet und zu so einer machen wir uns jetzt auf den Weg. Besonders gut gelungen ist den Entwicklern der Comic-Stil der Grafik. Ich persönlich finde ihn schlichtweg genial, vor allem in den Zwischensequenzen. Mit einem dieser Comic-Strips beginnt jetzt auch die Mission und die Zwischensequenz schauen wir uns jetzt einfach mal an. A creature described by eyewitnesses as looking, quote, sort of like a rhinoceros, but bigger, is rampaging through the streets of the city. We have not yet confirmed reports that this is the same creature that Iron Man subdued. Psst! Hey, you remember the big rhinoceros-looking guy? You're gonna have to be more specific. He's, like, on the loose. Oh, man. Trig finals next period. 10 minutes there, kick the rhino guy in the ding-ding, and 10 minutes to get back. You can do that with your mask on backwards. Go! Oh, this hurts already. Bevor wir uns allerdings dem Bossgegner stellen dürfen, müssen wir wieder einigen Bürgern aus der Patsche helfen. I don't want to die! I just need to pick him up and move him to safety. Easy stuff. Wow. Thanks, man. You're stealing from me. This is my store. I need to get that TV off that poor guy. He's getting crushed. Wenn die Opfer unter schweren Gegenständen liegen, dann retten wir sie in einem Minispielchen. Durch das abwechselnde Drücken zweier Tasten müssen wir den Pfeil im grünen Bereich halten. Wenn wir das lange genug schaffen, haben wir unsere Superheldenpflicht erfüllt. Zwischendurch wird auch gekämpft. Die Prügeleien sind aber eher unspektakulär. Spezialangriffe gibt es kaum. Kombo-Angriffe löst das Programm nämlich automatisch aus, selbst dann, wenn man nur blind auf die Tasten hämmert. Dadurch spielen sich die Knüppeleien allerdings auch sehr intuitiv und bleiben kurzweilig. So, nachdem wir die letzten Unschuldigen gerettet haben, geht's auch schon los mit dem Bosskampf. Doch vorher gibt's noch eine der genialen Zwischensequenzen. You just have to be... See, I am so scared I can't even finish my lame joke. Don't worry. Nothing's broken. Except my spine. A few ribs. Maybe everything else. Ow. Meant, big crazy guy,
Wie üblich haben die dicken Brocken bestimmte Schwachstellen, die sie ausfindig machen müssen, um sie besiegen zu können. In diesem ersten Abschnitt gegen das Robo-Rhinoceros ist das noch recht einfach, aber so leicht gibt sich der Knabe nicht geschlagen. Die Bosskämpfe sind dann auch kunterbunte Comic-Atmosphäre pur. Riesengroße Explosionen füllen den Bildschirm, überall ist Action. Das ist schon sehr genial und macht einfach Laune. Gerade in den Kämpfen gegen die dicken Brocken ist der aus den Comics bekannte Spider-Sense wichtig. Immer wenn Blitze an Spider-Mans Kopf zu sehen sind, dann sollte man schleunig zur Seite springen, denn es droht Gefahr. Damit habe ich dann aber auch genug geredet und hoffe, dass Sie einen Eindruck von dieser sehr stimmigen Comic-Umsetzung bekommen haben. Alles Weitere lesen Sie im Testteil der aktuellen Ausgabe. Trask. Trask? Why does that name seem so familiar? Back away from me, Master Venger! My diminutive corpus will not withstand your contumelious defeasance! Not with the big words again! Time to abscond this locus! Bei Shattered Union kämpfen wir in nicht allzu ferner Zukunft als Anführer einer von 7 Fraktionen um die Vorherrschaft in den Vereinigten Staaten. Oder besser das, was von den USA nach einer Terrorwelle noch übrig ist. Auf dieser risikoähnlichen Übersichtskarte wählen wir aus, wo wir als nächstes zuschlagen wollen. Die Symbole am unteren Bildschirmrand geben Aufschluss, welche Belohnung wir für die Eroberung eines Territoriums erwarten dürfen. Etwa billigere Infanterie oder schnellere Reparaturen. Als General der EU wollen wir in dieser Runde versuchen, unserem derzeit stärksten Konkurrenten, der Republic of Texas, die Kontrolle über den Sektor Carolinas zu entreißen. Im Aufstellungsbildschirm haben wir vorher Gelegenheit, unsere Streitkräfte zu managen, etwa neue Truppen einzukaufen oder beschädigte Einheiten zu reparieren. Da unsere Finanzlage derzeit allerdings etwas bescheiden ist, müssen wir mit dem auskommen, was wir haben. Schließlich wählen wir aus, wer mit uns zur Offensive antritt und welche Verbände zur Verteidigung zurückbleiben. Denn jede Einheit kann pro Runde nur an einer Operation teilnehmen. Wer zur Attacke bläst, darf später nicht mehr in der Defensive aushelfen. Wir lassen deshalb einige Pioniere, schwere Infanterie und Hubschrauber zurück, die normalerweise ausreichen, die meisten Angriffe abzuwehren. Wenn wir uns dann entschieden haben, wechselt Shattered Union von der strategischen Karte zur taktischen Ansicht. Ein in Hexfelder unterteiltes 3D-Terrain, das sich aus jedem erdenklichen Blickwinkel betrachten lässt. Die Aufgabe ist eigentlich in jeder Schlacht die gleiche. Die beiden Kontrahenten müssen versuchen, eine bestimmte Anzahl von Städten zu erobern bzw. zu halten. Ein Blick auf die Übersichtskarte zeigt, dass derzeit noch der Computergeneral alle Schlüsselpunkte kontrolliert. Der nördlichste davon ist allerdings bereits in Reichweite unserer rot gekennzeichneten Aufstellungszone. Die Aufstellung kann man auch automatisch erledigen lassen. Handgemacht ist aber wie gewohnt am besten. Vorneweg die Panzer, hinten dran die Ari und die Luftabwehr. Die Helikopter halten wir an der Flanke. So, jetzt fällt endlich der Startschuss. Da wir auf Seiten der Angreifer kämpfen, haben wir den ersten Zug. Da die Aufstellungszone des Computergegners ohnehin ein ganzes Stück weiter südlich ist, wird in der ersten Runde wohl nicht viel passieren. Wir sollten die erste Stadt also gefahrlos erobern können. Einheiten werden einfach per Mausklick bewegt, Angriffe funktionieren genauso. Wer sich nicht anschauen will, wie die Truppen ins Zielgebiet zuckeln, bricht mit einem Doppelklick die Animationen einfach ab. Haben wir endlich alle Einheiten in Bewegung gesetzt, ist der Gegner an der Reihe.
Wie erwartet passiert allerdings währenddessen nichts Besonderes, deswegen überspringen wir den einfach und schauen uns stattdessen den zweiten Zug des KI-Kameraden an, bei dem wir uns ein bisschen zu weit vorgewagt haben. Eine der Stärken des Computergegners ist nämlich, dass er ein untrügliches Gespür dafür entwickelt, wo die Truppen des Spielers gerade stehen. Mit anderen Worten, er bescheißt. Was aber gar nicht so schlimm ist, das gleicht zumindest seine mangelnde Taktik einigermaßen aus. Zielsicher pickt er sich hier unsere Artillerie heraus. Die ist zwar zwischen den Häusern einigermaßen gut geschützt und überlebt den Hubschrauberangriff gerade so, der zweite Vorstoß gibt er aber dann den Rest. Kämpfe setzt Shattered Union immer mit solchen kleinen Animationen in Szene. Den Rest des Dramas ersparen wir uns jetzt lieber und springen prompt zur folgenden Vergeltung, wenn wir wieder an der Reihe sind. Eine der Schwächen der KI, sie geht viel zu aggressiv vor. Der Computergegner hat seine Hubschrauberstreitmacht hier direkt in Reichweite unserer Luftabwehr manövriert. Das würde er jetzt teuer bezahlen. Zwei bleiben allerdings übrig. Die holen wir mit unseren eigenen Helis vom Himmel. Um auf Nummer sicher zu gehen, setzen wir jetzt zwei unserer Generalsfähigkeiten ein, die Sie da am linken Bildschirmrand aufgelistet sehen. Und zwar geben wir unserem Tiger-Hubi mit dem Sammelnspruch kurzfristig einen höheren Verteidigungswert, während wir dem gegnerischen Super-Cobra mit der Fähigkeit Korrosion ein paar Defensivpunkte nehmen. Der Apache daneben ist ohnehin schon ziemlich angeschlagen, den bringen wir auch so schnell zu Boden. Zum Abschluss der Runde fordern wir noch von außerhalb der Karte ein paar Bomber an, die die gegnerische Artillerie aufreiben. Damit wäre der gegnerische Vorstoß fürs Erste gestoppt. Alles in allem eine ganz gelungene Offensive in einem ganz gelungenen Rundenstrategiespiel. Wer Klassiker wie Battle Isle mag, der ist mit Shattered Union bestens bedient. Auch Genre-Neulinge sollten sich Pop-Tops Strategiespiel aufgrund der einfachen Bedienung mal anschauen. Nach Counter-Strike war Day of Defeat wohl einer der populärsten Multiplayer-Mods für Half-Life 1. Genau wie der große Bruder hat es auch Day of Defeat seinerzeit vom Fanprojekt zum kommerziellen Erfolg gebracht. Und genau wie Counter-Strike hat Valve Software nun den Titel auf die Half-Life 2 Engine Source portiert. Eine 1:1 Umsetzung ist die Source-Version allerdings nicht, eher eine abgespeckte Lightfassung. Größtes Manko? Die beiden Teams, Achsenmächte und Alliierte, toben sich auf gerade einmal vier, wenn auch recht abwechslungsreichen Karten aus. Außerdem fehlt eine ganze Reihe von Waffen, sowie die Briten als vollwertige Spielpartei. Immerhin, am bekannten Spielprinzip haben die Entwickler nicht gerüttelt. Nach wie vor treten zwei Mannschaften aus menschlichen Spielern zu Shooter-Duellen und Flaggenhards an. Ähnlich wie bei Battlefield 2 dreht sich alles darum, Schlüsselpunkte zu erobern und zu verteidigen. Auf beiden Seiten hat man die Wahl zwischen sechs Kämpferklassen, die sich größtenteils in der Bewaffnung unterscheiden. Der Schütze etwa kommt mit Karabiner und Gewehrgranaten, der Sturmsoldat mit Maschinenpistole, der Panzerfaustschütze mit Panzerschreck. Sunnies oder andere Klassen mit Spezialfähigkeiten gibt es nicht. Am Waffenbalancing haben die Macher ziemlich viel geschraubt und gedreht. Alles in allem scheinen die meisten Knarren an Durchschlagskraft verloren zu haben. Insbesondere die Karabiner sind nun keine Instagip-Geräte mehr. Die Vollautomaten erschienen uns bei den Probematches dafür aufgewertet. Für welches Spielwerkzeug man sich auch entscheidet, leicht zu bedienen sind sie alle nicht.
Wer sichere Treffer landen will, sollte sich hinknien oder noch besser hinlegen und am besten nur ganz kurz die Maustaste aktivieren. Mit Dauerfeuer und wildem Rübehüpfe kommt man nicht sehr weit. Zumal auch die Ausdauer wieder eine Rolle spielt. Jeder Sprint und jeder Sprung kostet Kraft, die sich nur langsam wieder regeneriert. Das sind die Hauptgründe, warum Day of Defeat Source, wie schon der Vorgänger, eher Taktiker als Actionliebhaber anspricht. Wer gewinnen will, muss seinen Platz im Team finden und auch mal minutenlang campen. Verzeihung, ich meine natürlich mit der Maus im Anschlag taktisch warten, um etwa einen Flaggenpunkt zu verteidigen. Alles in allem hat es Valve mit der Source-Auflage anscheinend geschafft, viele alte Fans zu vergraulen, die sich über die stark geänderte Bewaffnung, das Balancing, die wenigen Spielplätze und nicht zuletzt einige nervige Bugs beschweren. Beispielsweise verkeilen sich die Spielfiguren gelegentlich untrennbar in der Map oder sogar ineinander. Auch die Redaktion war von der momentanen Fassung ziemlich enttäuscht. Seht, um den See herum sind überall Ritter. Nicht nur Ritter, der Zirkel. Seht ihr die weißen Kreaturen? Seht ihr die Soldaten bei Alain? Die Knochengarde, Elitekämpfer des Zirkels. Das ist jetzt eine Sache unter Rittern. Alain hat mich zu einem Bauern in seinem Spiel gemacht. Er hat den Orden verraten und dafür wird er zahlen. Wenn du Rache willst, verhindere, dass er seine Beute bekommt, das Wasser des Brunnens. Was sagst du da? Vernichte ihn. Das ist der einzige Weg. Du kannst den Jungbrunnen nicht solchen Männern überlassen. Wir können Feuerschiffe bauen, aber ich habe nur noch wenig Schwarzpulver. Ich bin Osmane. Ich habe mehr davon, als ihr jemals brauchen könnt. Hol das Pulver, Sahin. Wir werden alles brauchen. Nein, ich verrate Ihnen nicht, warum ein Schotte, ein Osmane und eine wilde Piratin einen Jungbrunnen vernichten wollen. Schließlich möchte ich nicht zu viel von der wendungsreichen Hintergrundstory des genialen Echtzeitstrategiespiels Age of Empires 3 ausplaudern. Um den Jungbrunnen zu plätten, haben wir drei Möglichkeiten. Zum einen können wir ihn rammen, mit den vorhin erwähnten, mit Schwarzpulver gefüllten Feuerschiffen. Oder wir bauen Kriegsschiffe, die ihn mit Kanonen traktieren. Oder wir erobern ein gewaltiges Geschütz, mit dem wir die feindliche Basis und Flotte zerdeppern und den Jungbrunnen anvisieren. Und wir werden sie erobern. Die Kanone greifen wir am besten mit unseren Reitern an. Die sind so flott, dass sich das Geschütz nicht schnell genug ausrichten kann. Solche Aufträge gibt es in Age 3 immer wieder. Die Missionen sind wunderbar abwechslungsreich und vielfältig, voller Nebenaufgaben und Secrets. Da müssen wir Entlastungsangriffe auf britische Truppen starten, um ein Indianerdorf zu retten. Oder drei versteckte Teile einer Landkarte freikämpfen. Oder durch viele kleine Aufträge genug Erfahrungspunkte sammeln, um Piratin Lissy zu beeindrucken. Nämlich einen Indianerjungen eskortieren, ein Handelszentrum wieder aufbauen oder Eingeborenenangriffe abwehren. Und vor und nach jedem Einsatz gibt es schöne Zwischensequenzen in Spielgrafik als Belohnung. Die Kanone ist erbeutet und wir probieren sie gleich mal aus. Allerdings ist auch ihre Reichweite begrenzt, die Hauptbasis auf der anderen Buchtseite erreichen wir damit nicht. Und der Feind versucht immer wieder, das Geschütz zu zerstören oder zurückzuerobern. Wie Sie in unserem hochauflösenden Video sehen können, liefert Entwickler Ensemble Studios ein echtes Effektspektakel ab. Yes. Come on, the man. Und jetzt achten Sie mal darauf, was unser Riesendonnerrohr mit der feindlichen Windmühle anstellt und wie sich deren halbierten Flügel gleich drehen werden. Mit der stationären Kanone können wir die gegnerischen Gebäude in der Nähe zerstören. Nun können wir unser eigenes Lager am Südufer errichten. Bevor wir unseren Planwagen in ein Dorfzentrum verwandeln, müssen wir erstmal das Feindliche zu Kleinholz verarbeiten.
Weil die Kanone nicht so weit reicht, machen wir das von Hand. Sehr schön übrigens. Truppen kratzen nicht mit Schwertern an Gebäuden, sondern werfen Fackeln. Das ist nicht nur realistischer, sondern sieht auch schicker aus. Die blauen Zahlen, die bei Schiffe versenken, Gebäude einreißen und Gegner verhauen aufsteigen, sind übrigens Erfahrungspunkte. Die kommen allerdings nicht ihren Truppen zugute, sondern ihrer Heimatstadt. Dazu gleich mehr, wir bauen erstmal das Zentrum. Ready. Noch ein paar mitgelieferte Nahrungskisten auspacken, dann schalten wir um in die Heimatstadt. In vielen Missionen können wir nämlich von unserer Hauptstadt, hier Malta, Einheiten, Rohstoffe, Boni oder besondere Fähigkeiten schicken lassen, die kurz darauf eintreffen. Wir entscheiden uns für ein paar Extratruppen und zwei Kanonen. Diese sogenannten Kartendecks dürfen Sie übrigens zwischen den Missionen ausbauen und neue freischalten. Das ist ungemein motivierend, wir haben beim Testen deshalb auch immer alle Sekundärziele und Secrets erfüllt, um möglichst viel Erfahrungspunkte einzuheimsen. Wir schalten wieder live nach Amerika und teilen unseren Siedlern Arbeit zu. Holz hacken, Gold abbauen und Getreide anbauen. Denn Bären sammeln und Viecher jagen bringt, wie in den Vorgängern, nur wenig. Mit Forschung in Markthallen und Mühlen lässt sich die Produktivität unserer Malocher auch wieder steigern. Heil. Yes. Ready. Ready. Während die Arbeiter fleißig sind, schicken wir unsere drei Helden und eine Handvoll Truffen auf eine Nachbarinsel. Hier gibt's nämlich einen kleinen Schatz. Wenn wir die beiden Jaguare erlegen, kriegen wir 50 Münzen, sprich Gold. Solche netten Geschenke gibt's in jeder Mission. Und manchmal sogar einen extra Planwagen zum Zweitbasis bauen oder einen Indianerspeer oder ein Wildtier, das dem Helden fortan folgt. Helden haben übrigens Spezialfähigkeiten. Piratin Lissy etwa ist eine erstklassige Schützin und erledigt Gegner mit einem Treffer. Allerdings braucht der Scharfschuss wieder einige Zeit zum Aufladen. Hier versuchen wir, das gegnerische Handelszentrum beim Indianerdorf zu zerstören und durch ein eigenes zu ersetzen. Dann können wir hier Indianer rekrutieren. In vielen Szenarios dürfen wir dann sogar Boni kaufen, etwa mehr Angriffskraft für unsere Infanterie oder schnelleres Getreide ernten. Helden sterben übrigens nicht, sondern werden nur bewusstlos. Sobald wir eine eigene Einheit zu dem Ohnmächtigen schicken, rappelt er sich wieder hoch. Commandement. Im Sinn. Detroit. Ready? Commandement. Damit unsere Feuerschiffe freie Fahrt zum Jungbrunnen haben, greifen wir mit unserem Flaggschiff ein paar Feindsegler an. Auch die Seeschlachten sehen verdammt gut aus, auch wenn die Schiffe manchmal merkwürdig übers Wasser rutschen und schon mal mit dem Bug in einer Klippe hängen. Ups, langsam wird Zeit zum Rückzug. Wir locken deshalb einen Verfolger in die Reichweite unserer Riesenkanone. Yes. Yes. US. Erinnern Sie sich noch an die zwei Geschütze, die wir in der Heimatstadt bestellt haben? Nun, die sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort eingetroffen. Ready! Lay on! Noch ein paar Feuerschiffe auf den Brunnen gehetzt und die letzte Mission der ersten Kampagne ist geschafft. Aber schauen Sie einfach, wie rechts unten die Hitpoints des Jungbrunnens in den Keller gehen. So, nur noch ein Treffer mit der Riesenkanone und wir haben gesiegt. Geschafft! Der Jungbrunnen bricht. Wir haben es geschafft! Wir machen einen Zeitsprung in die zweite der drei Kampagnen um rund 100 Jahre. Hier geht es vor allem um die Indianerkriege und die Gefechte zwischen den Briten, Franzosen und den ersten Siedlergemeinschaften, die sich später zu den Vereinigten Staaten von Amerika entwickeln werden. Hier greifen wir mit Indianern und einer Siedlertruppe ein britisches Lager an und wundern uns, wo die Verteidiger bleiben.
Yekatentjes. Kyriwenthos. Ah, die Briten greifen gleichzeitig unser Dorf an. Hier stehen zwar nur zwei Indianer mit Belagerungsschilden, aber dafür ein paar Wachtürme. Sicherheitshalber schicken wir unsere Arbeiter ins Dorfzentrum zum Verteidigen und rekrutieren schnell noch ein paar Truppen, das sollte reichen. Showdown. Mit Infanterie, Kavallerie und Kanonen jagen wir die letzten Rotröcke und zerlegen ihre Gebäude. Ich verabschiede mich aber schon mal und hoffe, dass Ihnen unser ausführliches Testvideo zur Titelgeschichte gefallen hat. Yes! Lay on! Ready! E-Wiz! Damn! To rats. Kyriwenthos. Castle rats. Die Briten sind besiegt. Das Lager gehört uns. Nett. Was machen Sie denn als Zugabe? Welche Richtung? Da lang. Wie das Intro es vermuten lässt, ist X-Men Legends 2 ein Spiel, das Action groß schreibt. Mit einer Truppe aus 4 Charakteren der Comicvorlage bolzen wir uns durch Laborkomplexe, Häuserschluchten und Urwälder. Direkt steuern können wir immer nur einen der Helden zur Zeit, die anderen drei übernimmt die künstliche Intelligenz. Hinter der prügellastigen Fassade steckt aber mehr als nur plumpe Action. Die richtige Auswahl der Partymitglieder ist beispielsweise wichtig. Vor allem in den späteren Missionen kommt man nur weiter, wenn man die Spezialfähigkeiten der X-Men geschickt kombiniert. Ich bin der Beste bei denen. Damit es dann beim ständigen Hin- und Herschalten zwischen den Charakteren nicht zu hektisch zugeht, können sie den nicht von ihnen selbst gesteuerten Figuren Verhaltensweisen wie aggressives oder passives Vorgehen vorgeben. Wenn du das sagst... Sogar kleinere Rätsel müssen gelöst werden, die bestehen zwar nur daraus, Hindernisse mit einer bestimmten Spezialfähigkeit eines der Helden zu umgehen. Eine nette Abwechslung zur zünftigen Action ist das aber allemal. Der Sieg ist mein. Was X-Men Legends 2 besonders gut kann, das ist das Einfangen der Comic-Atmosphäre. Zum einen nutzt das Spiel Cell-Shading, das heißt, dass Objekte durch dicke schwarze Umrandungen einen Comic-Look bekommen. Zum anderen können sie fast alles kurz und klein schlagen. Das macht manchmal einfach nur Spaß, ist oftmals aber auch spielerisch wichtig, denn in vielen Objekten wie etwa Fässern finden sie nützliche Extras, die zum Beispiel Lebensenergie regenerieren. X-Men Legends 2 ist aber nicht nur Action, sondern auch Rollenspiel. Dementsprechend sammeln die Helden Erfahrungen, steigen auf und gewinnen bessere Fähigkeiten. In diesem Menü können Sie sich dann den aktuellen Status Ihrer Truppe anschauen, Erfahrungspunkte verteilen und die X-Men mit besserer Ausrüstung ausstatten.
Wenn sie darauf keine Lust haben, dann erledigt das auf Wunsch aber auch das Programm vollautomatisch und sie können sich voll und ganz auf die Kämpfe konzentrieren. Wenn sie auf viel Action gepaart mit ein wenig Rollenspiel stehen, dann ist X-Men Legends 2 genau ihr Spiel. Die Mischung funktioniert sehr gut und zu hektisch wird das Ganze auch nicht, da die KI-Kameraden anständig mithelfen. Mir hat es besonders das Superhelden-Flair angetan und die stimmige Umsetzung der X-Men-Vorlage. Wenn Sie noch mehr über das Action-Rollenspiel erfahren möchten, dann finden Sie den ausführlichen Test im Heft. Wenn du das sagst... Powerplay-Leser. Für mein erstes Video wurde ich gleich zum wahrscheinlich sinnlosesten Spiel des Jahres genötigt. Sven kommt. Bereits im Menü werden wir mit hocherotischer Musik begrüßt, die in mir bereits brechreizähnliche Reaktionen ausgelöst hat. Aber seien Sie froh, die Musik während des Spiels ist zum Glück ohne Gesang. Sie werden sich sicher wundern, warum gerade ich dieses unglaublich nervenaufreibende Spiel testen darf. Naja, die Erklärung ist wohl ganz einfach. Um den männlichen Trieb meiner Kollegen von sich abzulenken, dachten sie sich vermutlich, ach, lassen wir das doch mal eine Frau übernehmen. Wie Sie also schon sehen können, sind wir ein kleines, knuddeliges Schaf mit ziemlich viel Druck unter dem Fell. Wir sollen auf Plattformen rumhüpfen und kleine weiße Schäfchen beglücken. Eigentlich sieht Sven ja ganz niedlich aus, ebenso die Levels, die aber leider grafisch nicht wirklich viel Abwechslung bieten. Daher kommt zwischen Sven und mir nicht wirklich viel Spannung auf. Ein paar Goodies aufsammeln, Zeit gewinnen und sogar mal einen Hebel umlegen und nebenbei die scharfen Schafe pimpern. Wenn Sie die Lautstärke des Spiels nicht fast bis an den Anschlag aufdrehen, übertönt Ihr wildes Leertastenhämmern, mit dem Sie die Tiere beglücken, sowieso jegliche Sounds. Aber seien Sie froh, diesen fast unüberschaubaren Möglichkeiten und der Riesenabwechslung in diesem Spiel wollten wir Sie in unserer aktuellen Ausgabe nicht langweilen. Stattdessen haben wir uns gedacht, aktivieren wir lieber Ihre Lachmuskeln mit unserem kleinen Video. Aber vielleicht haben Sie ja doch was für Sven übrig und fühlen sich zu ihm hingezogen. Somit wünsche ich Ihnen mit diesem erotischen Abschlusssound viel Spaß beim Kommen mit Sven. Civilization. Sid Meiers traditionsreiche Strategieserie geht in die vierte Runde. Und wieder ist der Name Programm. Sie führen einen von 18 Volksstämmen, darunter die Ägypter ebenso wie die Mongolen oder die Germanen, vom Anbeginn der Zivilisation bis ins Raumfahrtzeitalter und darüber hinaus. Wie bereits in den drei Vorgängern sind auch bei Civilization 4 die ersten Runden oft die entscheidenden. Da die Startbedingungen ausgewürfelt werden, kann es sein, dass Ihr Reich seinen Anfang mitten in der Wüste nimmt. In solchen Fällen ist meist ein Neustart angesagt. Es kann aber auch vorkommen, dass, wie bei unserer Partie hier, direkt in der Nähe ein Fluss fließt, der fruchtbare Felder verspricht und sich gleich nebenan ein eingeborenes Dorf erhebt, das den Entdecker mit Schätzen wie Gold, Kartenstücken oder sogar frischen Einheiten belohnt. Sofern Sie nicht den Fehler machen, mit einem Soldatentrupp einzumarschieren. Das mögen die Stammeskrieger nämlich gar nicht gern. In unserem Fall gelingt der erste Kontakt. Die Eingeborenen schenken uns eine Karte, mit der wir die Umgebung besser kennenlernen. Einen Mausklick später ist unsere erste Stadt gegründet. Berlin. Als erstes Bauwerk geben wir eine Kaserne in Auftrag, die den dort ausgebildeten Einheiten Erfahrungspunkte verspricht. Die machen sie widerstandsfähiger im Kampf. Außerdem erteilen wir unseren ersten Forschungsauftrag. Farmen, damit wir das Land bewirtschaften können. Die Technologien sind neben dem Aufbaupart das A und O in Civilization. Dabei erteilt uns die exzellente Menüführung immer wieder Ratschläge, welches Projekt wir als nächstes angehen sollen. Meistens liegt sie damit auch genau richtig. Im Prinzip lässt sich Civilization 4 sehr gut spielen, ohne jemals die Hauptkarte zu verlassen.
Nur fürs Feintuning muss man gelegentlich die Verwaltungsbildschirme bemühen. Langsam aber sicher machen wir uns daran, das umliegende Land zu kultivieren. Dafür bilden wir Arbeitertrupps aus, die auf den umliegenden Feldern beispielsweise Farmen errichten, Bergwerke graben und Straßen anlegen. Je mehr Ressourcen wie Fisch, Weizen, Elfenbein oder Eisen eine Stadt einheimst, desto schneller wächst sie, desto zufriedener und gesünder leben ihre Bürger. Außerdem bringen seltene Rohstoffe Vorteile bei vielen Bau- und Forschungsprojekten und stellen außerdem begehrte Handelsgüter dar, die wir mit den vom Computer gesteuerten Anführern anderer Reiche tauschen können. Bauen, Forschen und Handeln, das gab es in Sid Meiers früheren Werken auch schon. Was es noch nicht gab, die Religion. Einige Technologien wie Philosophie, Grundgesetz oder Monotheismus ermöglichen dem ersten Entdecker, einen neuen Glauben auszurufen. Wir haben hier gerade den Konfuzianismus ins Leben gerufen. Wenn wir es schaffen, den mit Missionaren in allen unseren Städten zu verbreiten und als Staatsreligion zu etablieren, steigt die Zufriedenheit unserer Bürger. Religionen bergen allerdings auch Risiken. So kann es zum Bürgerkrieg kommen, wenn zu viele verschiedene Glaubensrichtungen um die Vorherrschaft streiten. Auch zwischen ganzen Völkern können erbitterte Glaubenskriege ausbrechen. Andererseits schließen sich manchmal auch fremde Städte friedlich anderen Staaten an, wenn sie Glauben und andere kulturelle Eigenheiten teilen. Überhaupt hat der Kampf um die kulturelle Vormachtstellung an Bedeutung gewonnen. Wer es schafft, andere Völker durch kulturelle Meisterleistungen und Weltwunder zu beeindrucken, dehnt seinen Einflussbereich immer weiter aus und kann so im besten Fall ganze Kontinente unter seiner Flagge vereinen. Große Zivilisationen bringen außerdem große Entdecker und Forscher hervor, die dazu genutzt werden können, als Wissenschaftler die Forschung zu beschleunigen, eine völlig neue Technologie zu entdecken oder Spezialgebäude zu errichten. Hier lassen wir Antony van Leeuwenhoek, einen niederländischen Entdecker vieler Mikroorganismen, in Hamburg ein Labor errichten, das die Forschungsrate steigert. Allein es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Die Computerfürsten nutzen in den höheren Schwierigkeitsgraden jede Schwäche gnadenlos aus. Und so finden wir uns nach einer Weile, inzwischen im Mittelalter angekommen, plötzlich im Krieg mit den Azteken wieder. Ein Glück, dass wir unser Militär nicht vernachlässigt haben und eine große Armee just für solche Fälle bereits an der Grenze bereitsteht. Gemeinerweise versuchen die anderen Anführer sofort aus dem Konflikt Gewinn zu schlagen. Und selbst vergleichsweise schwache Völker wie die Franzosen hier stellen nun plötzlich unverschämte Forderungen. Wohlwissend, dass wir darauf eingehen müssen, wenn wir keinen Krieg an mehreren Fronten riskieren wollen. Auch die Perser und Engländer fallen uns bald mit Tributforderungen in den Rücken. Das Mann-gegen-Mann-Kampfsystem von Civilization 4 ist immer noch vergleichsweise primitiv. Das haben Konkurrenztitel wie die beiden Call-to-Power-Ableger schon besser gelöst. Trotz Erfahrungsboni, Steinschere-Papier-Prinzip und verschiedener Terrainmodifikatoren hängt ein guter Teil des Ausgangs einer Schlacht immer noch vom Zufall ab. Immerhin schlagen nun Schwertkämpfer keine Panzerarmee mehr in die Flucht. Warum beispielsweise unsere Axtkämpfer nicht die ungedeckten Katapulte vor Hamburg zu Kleinholz verarbeiten? Keine Ahnung. Dafür arbeitet sich unsere Schlagarmee langsam aber sicher an die erste Aztekengrenzstadt heran, die nach zwei Runden Geplänkel schließlich unter unsere Kontrolle fällt. Unterm Strich bekommen Civilization-Veteranen mit dem vierten Teil der Reihe einen um einfallsreiche Features wie die Religion sinnvoll erweiterten Nachfolger. Für Neulinge ist Sid Meiers neuester Streich aufgrund der gelungenen Benutzerführung und der ansehnlichen Grafik der ideale Einstieg. Ich persönlich hätte mir allerdings etwas mutigere Verbesserungen gewünscht. Insbesondere das Kampfsystem, das immer noch an das uralte Empire erinnert, finde ich heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Hallo liebe Leser und herzlich willkommen beim Test von Schnappi, das kleine Krokodil. Nein, keine Sorge, reingelegt. Das ist der Test von Ankh und hier sehen Sie gerade des Rätsels Lösung aus dem ersten Kapitel, wie komme ich in den Palast des Pharao? Ja,
Ankh ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure und noch dazu ein sehr gutes. Man kann schon sehen, die Grafik ist mit allerlei Effekten aufgebrezelt, ganz neumodisch, sehr schön. Und die Rätsel sind klassische Adventure-Kost der allerdings intelligenteren Sorte und für Einsteiger manchmal etwas schwierig, wie ich finde. Für Profis dagegen eigentlich genau richtig und für Fortgeschrittene, naja, da kann man sich ein bisschen reinfummeln. Auf jeden Fall zeitaufwendig ist das Ganze, denn alleine für das erste Kapitel habe ich ungefähr 3 Stunden gebraucht, was auch ein bisschen an den Laufwegen liegt. Im zweiten Kapitel war ich dann nach 2 Stunden durch und es geht dann dementsprechend weiter durch die ganzen 6 Kapitel, sodass man doch durchaus 2-3 Wochenenden beschäftigt ist mit diesem schönen Spiel. Und Sie können auch schon sehen, es kommt natürlich darauf an, kleine versteckte Objekte zu suchen, am richtigen Ende mal zu ziehen, sie richtig zu kombinieren und dann ist meistens auch die offensichtlichste Lösung die richtige, wobei natürlich die Gegenstände nicht so offensichtlich versteckt sind, wie man es gerne hätte, aber ansonsten wäre es ja auch kein Adventure, sondern eher ein langweiliges, dummes Renderspiel wie gewisse andere, die wir hier nicht namentlich erwähnen wollen. Reich und nackt sehe er fast aus wie ein richtiger Arm. Die Sprachausgabe finde ich übrigens auch sehr gut, es sind richtig gute Sprecher geworden, auch wenn 2 oder 3 öfter auftreten, das fällt nicht negativ ins Gewicht, insgesamt passt Intonation, Synchronisation und so weiter wunderbar, also auch hier ein großes Lob. Naja, gut, man kann es erkennen, diese Szene ist von den Laufwegen her die nervigste im ganzen Spiel, unter Wasser ist Asil halt wesentlich langsamer als ansonsten. Das ist damit auch schon eigentlich die nervigste Sequenz aus meiner Sicht im ganzen Spiel gewesen. Alle anderen Sachen gehen wesentlich flotter. Und die Laufwege halten sich insgesamt auch in Grenzen, wenn man erstmal kapiert hat, wie das System funktioniert. Denn normalerweise sind die Lösungsobjekte für ein Rätsel immer in der näheren Umgebung. Man muss also nicht dumm hin und her laufen, über mehrere Bildschirme springen, sondern das Ganze ist relativ intelligent gemacht. Naja, und schon haben wir eigentlich jetzt gerade gehört, eine perfekte Attrappe ist natürlich das Richtige für das Krokodil, das uns hier nicht weglässt. Mit solchen kleinen Hinweisen hilft Ankh dem Spieler relativ häufig. Man muss natürlich gut aufpassen. Und wie schon erwähnt, die offensichtlichste Lösung ist meistens auch die richtige. Man muss nur drauf kommen. Das ist immerhin ein Anfang. Das ist alles deine Schuld, Ra's Elbar. Ja, Ankh ist ein sehr humorvolles Adventure, das mich ein bisschen an so Klassiker wie Day of the Tentacle von LucasArts erinnert. Ich meine, Waschanlage für Kamele in der Wüste, darauf muss man erstmal kommen. Personal auftaucht. Ich nehme dann einmal die Kamelwäsche Deluxe mit Unterbodenreinigung. Hier hast du einen Snack für das Kamel, Tankwart. Aber so, nach diesen Multiple-Choice-Antworten werde ich immer wieder mal auswählen. Die haben allerdings keinen entscheidenden Einfluss auf den Spielverlauf, sondern dienen eigentlich eher so der humorvollen Untermalung. Da kann ich dann mal eher freche oder eher defensive Antworten geben. Aber irgendwann merke ich halt, naja gut, dann muss ich halt dann da drauf klicken und dann geht das Spiel entsprechend weiter. Stört mich jetzt nicht wirklich, weil der Humor natürlich einiges rettet. Und hier haben wir es gerade gesehen, ich musste Kurbel suchen für das Teil und das ist halt ein bisschen Laufangelegenheit. Ich habe natürlich vorher schon gespielt und mir ist dann dieser kleine komische Ast aufgefallen bei dem Baum unten. Normalerweise würde man hier sicher ein bisschen länger suchen, außer man stößt durch Zufall drauf. Und man sieht es ja auch, wenn man mit dem Mauszeiger genau auf den Ast kommt, dann wird angezeigt, dass da irgendwas seltsam geformt ist. Naja, eins und eins zusammenzählen und schon kann es losgehen. Sie haben auch gerade schon gesehen, die Ladezeiten sind wirklich angenehm kurz. Wir haben hier mit einem Gigabyte Hauptspeicher gespielt. Bei 512 Megabyte ist es nur unwesentlich länger. Insgesamt sehr angenehm. So, und jetzt sind wir auch da und können natürlich loslegen, indem wir die Aufgabe erfüllen und das Kamel des Karawanenhändlers waschen. Dazu fehlt nur noch das Kamel. Sieht nicht gerade aus wie Einstein. Ah, so wie wir diesem Händler an das Sphinx-Trinkgeld bezahlt haben. Und wo hat er uns hingeführt? In einer nicht fertig gebauten Reihenhaussiedlung.
gute Arbeit, Junge. Dafür gibt's auch eine Flasche Wein als Belohnung. Vielleicht ist das ja hier, Kairo. Ja, diese Aufgabe habe ich jetzt ziemlich geschafft und kann mir noch umschauen, was eventuell noch übrig geblieben ist. Na, Kamelhaar. Ich habe ja ganz am Anfang des Spiels schon einen alten Pinsel ohne Borsten gefunden und wieder eins und eins zusammenzählen. Natürlich passt. Vietcong 2 schickt sie erneut in die Hölle des Vietnamkriegs. Diesmal allerdings nicht nur in die Grünen des Dschungels, sondern auch in die Betongraue der Straßenschluchten. In der US-Kampagne, aus der diese Bilder stammen, sind Häuserkämpfe an der Tagesordnung. Mit einem kleinen Einsatzteam hasten sie von Deckung zu Deckung, immer auf der Hut vor Scharfschützen und Sprengfallen. Nach dem US-Feldzug wechseln sie diesmal übrigens die Seiten und machen mit vietnamesischen Guerillas den Dschungel unsicher. Ihre Jungs können sie jetzt fast genau wie bei Brothers in Arms direkt kommandieren. Das ist eine große Hilfe, denn die Verbündeten haben nicht viel dazugelernt. Schon im ersten Teil war die KI eines der größten Mankos. Auch der zweite Mangel des Vorgängers, die stark geskripteten Missionen, hat es leider in den Nachfolger geschafft. Oft überraschen sie völlig hilflose Gegner, weil sie irgendeinen Trigger nicht ausgelöst haben, oder sie kommen im Level nicht weiter, weil sich eine Tür nicht wie geplant geöffnet hat. Weil außerdem die Verbesserungen an der knapp zwei Jahre alten Grafikengine nicht ausreichen, um Vietcong technisch mit aktuellen Konkurrenten gleichziehen zu lassen, schafft es der zweite Part nicht mehr bis in die Spitzengruppe der Ego-Shooter. Allerdings kann auch Vietcong 2, genau wie das Original, abwechslungsreiches Missionsdesign und stimmige Atmosphäre auf der Habenseite verbuchen, sodass das Update für Liebhaber des ursprünglichen Vietcong auf jeden Fall einen Blick wert ist. Ganz so actionreich wie im Intro geht es im Strategiespiel UFO Aftershock nicht zu. Denn der Urenkel des 94er-Klassikers von Microprose mixt wieder Echtzeit mit Rundenstrategie. Wir schreiben das Jahr 2050, unsere schöne Erde ist vor einiger Zeit von ETs überfallen worden und wir sollen den blauen Planeten natürlich alienfrei machen. Hier sehen Sie den Hauptbildschirm, auf dem wir unsere Einsätze planen. Wir sind nämlich auf einer Raumstation, die wir frei umherbewegen und über das nächste Einsatzziel lenken können. Dabei entscheiden wir selber, ob wir auf Hilferufe der Länder reagieren oder selbstständig ein Alien-Gebiet mit unseren Bodenteams angreifen. Anfangs können wir nur 4 Soldaten runterschicken, die wir vorher ausrüsten. Unten links sehen Sie die Porträts der 4 Haudegen, rechts die 3 Weicheier, die nach dem letzten Einsatz in der Krankenstation gelandet sind.
Das Ausrüsten ist friemelig, aber wichtig. Das beste erbeutete Strahlengewehr nutzt schließlich nichts, wenn wir die Batterie vergessen. Helme, Panzerung und sonstiges Equipment können wir zwar mit der Zeit selber herstellen, aber das dauert ewig, also sind wir erstmal auf erbeutete Ausrüstung angewiesen. Doch bevor wir per Raumkapsel runtergehen, kümmern wir uns noch um Forschung, Basisausbau und Produktion. UFO Aftershock hat sowohl hier als auch später bei den Gefechten einen Echtzeit- und Rundenmodus. Wir können jederzeit pausieren, Befehle geben und dann quasi weiterspulen, auch mit hoher Zeitbeschleunigung. Damit wir nichts Wichtiges verpassen, hält das Spiel bei Ereignissen automatisch an. Wann genau, das können wir im Optionsmenü detailliert selbst bestimmen. Manche Länder haben auch eine Basis. Die können wir mit Fabriken, Labors, Verteidigungsanlagen etc. ausbauen. Dauert lang, ist aber wichtig. Um mit den Aliens mitzuhalten, können wir schließlich nicht ständig mit kleinen Pistölchen durch die Gegend rennen. Allerdings braucht eine einfache Fabrik schon mal 2 Spieltage, um einen einzigen Helm herzustellen. Und der Technologiebaum ist umfangreich. Allerdings können wir mehrere Labors gleichzeitig an einer Technik frickeln lassen, dann geht's schneller. Wir kämpfen nicht allein gegen die Aliens, sondern haben 3 Verbündete, die wir durch unsere Unterstützung gnädig stimmen. Dafür kriegen wir auch was, nämlich Rohstoffe oder Kämpfer. Theoretisch können wir die 3 anderen Fraktionen auch angreifen, aber praktisch lassen wir das lieber. Schließlich haben wir mit den blöden Invasoren genug zu tun. So, wir sind mit unseren 4 Kämpfern im Zielgebiet und mitten im Schlamassel. Eine bestimmte Anzahl Gegner sollen wir ausschalten, wie viele genau, wissen wir aber nicht. Schlau wie wir sind, haben wir uns auf einer erhöhten Position in Stellung gebracht. Schön dicht beieinander, denn einzeln haben unsere Soldaten keine Chance. Immer dran denken. Befehle werden erst ausgeführt, wenn wir die Pausetaste lösen, wir können also in Ruhe planen. Die baumähnlichen Viecher kommen von unten links, deshalb rücken wir zum Plattformrand vor. Die farbig unterlegten Zahlen über dem Ziel geben die Trefferwahrscheinlichkeit für jeden Schützen an. Je besser Schütze, Waffe und Sichtfeld sind, desto höher auch die Trefferchance. Bei unserer Testversion kam es uns immer wieder vor, dass keine Schussgeräusche zu hören waren. Wir wollen eine Phosphorgranate werfen, was ziemlich umständlich ist. Erst in den Ausrüstungsbildschirm gehen, Waffe in den Rucksack packen, Granate in die Hand nehmen, zurück auf die Gefechtsansicht zielen. Bis die Granate dann endlich zündet, sind wir locker 30 Sekunden mit Geklicke beschäftigt. Zumal das Spiel in der Grundeinstellung auch anhält, sobald ein Soldat keine Befehle mehr hat. Und noch etwas hat uns beim Testen gestört. Die Kamera denkt nicht mit, wir müssen die Ansicht ständig neu justieren, das nervt in den Gefechten. Zwei der Angreifer sind am Boden. Das heißt aber nicht, dass die Gefahr gebannt ist. Oft sind die Widersacher nur bewusstlos. Wer ganz mutig ist, schnappt sich dann so einen weggetretenen Alien. Die lassen sich nämlich prima in den heimischen Labors untersuchen, um Schwachpunkte herauszufinden und Technologien zu kopieren. Falls Sie sich wundern, dass wir an einer Stelle verharren und immer draufhalten, das ist die beste Taktik in UFO. Gegner kommen lassen und vereint feuern. Sonderlich abwechslungsreich sind die Missionen aber auch nicht. Meistens sollen wir Gegner eliminieren, gelegentlich einen Gefangenen rauspauken. Die Taktik bleibt dann allerdings immer die gleiche. Seinen Reiz zieht das Spiel aber wieder aus der Kombination von Forschung, Aufbau und Gefechten. Ständig feilt man an der besten Ausrüstung, trainiert seine Soldaten, erweitert sein Machtgebiet. Das ist sehr motivierend, aber sie sollten auch sehr, sehr viel Zeit mitbringen. Womit wir bei Hügel 30 wären. Sergeant Baker hat dort gute Arbeit geleistet. War bestimmt ein schweres Gefecht.
Baker, was? Ein Hauptcharakter, der Zigarette raucht, das Spiel kann doch eigentlich nur im Zweiten Weltkrieg spielen. Hallo und herzlich willkommen zu sagen, Brothers in Arms Earned in Blood. Baker war. Der war Hügel 30, die zweite Panzerdivision. Wir steigen hier gerade ein bei einer der zahlreichen Cutscenes, die allesamt als Flashback angelegt sind. Die ganze Story des Spiels ist ein Flashback. Und zwar basiert das darauf, auf einem tatsächlich existierenden Charakter des Zweiten Weltkriegs, der Herr Marshall, wie er heißt, der gerade hier den Hauptcharakter interviewt. Dieser Mensch hat für die US Army in der damaligen Zeit tatsächlich Soldaten kurz nach Kampfeinsätzen interviewt und daraus seine Schlüsse gezogen und Bücher über Infanterie, Gefechte und Taktiken geschrieben. Und der, wir sehen ihn gerade hier rechts im Bild, der Marshall, interviewt hier halt die Hauptperson, das ist der Sergeant Hartzog, den spielen wir im Spiel. Und der erzählt ihm halt seine Erlebnisse nach dem D-Day und was er bei den Gefechten gegen die Deutschen in der Normandie erlebt hat. Er hat sich seine Streifen verdient. Aber das gilt für uns alle. Alle haben sie verdient. Baker hat eine Narbe. Haben Sie Ihre auch aus diesem Gefecht? Hey, was fällt dir ein, meine Frau anzufassen? Können wir bitte bei Hügel 30 bleiben? Ja, und hier geht's gleich direkt los auf dem Schlachtfeld. Am Spielprinzip hat sich nicht viel geändert seit dem quasi Vorgänger Brothers in Arms. Es geht nämlich immer noch darum, dass wir unsere Gegner festnageln müssen mit einem unserer beiden Teams. Hier sehen wir unsere beiden Teams. Hinten das Unterstützungsteam, vorne das Sturmteam. Das eine Team, wie gesagt, dem geben wir gerade Anweisungen zu feuern, erkennbar an dem orangenen Cursor. Jetzt geben wir dem Sturmteam Befehl, da vorne hinzukommen. Das geht ganz einfach mit der rechten Maustaste. Die drücken wir und halten sie und dann verwandelt sich der Cursor entweder in den Gehe-hin-Cursor oder in den Greif-an-Cursor, je nachdem, auf was wir gerade drauf zeigen. Hier geben wir jetzt gerade den Befehl zum Stürmen. Sind in die Flanke gekommen des Gegners. Jetzt können wir unsere Kameraden vorstürmen lassen und die Deutschen ausschalten lassen. Da müssen wir selber noch gar nicht mal Hand anlegen. So, und jetzt holen wir unser Unterstützungsteam von hinten nach vorne. Das hier ist übrigens die Übersichtskarte, auf der können wir uns die unmittelbare Umgebung um unsere Gruppe herum angucken und schauen, wo der beste Weg ist, um feindliche Positionen zu umgehen. Das ist, wie gesagt, ein wahrhaft zentrales Spielelement, nicht mehr ganz so strikt und in Stein gemeißelt wie noch im Originalprogramm. Die Level sind etwas freier und offener und größer auch gestaltet. Das heißt, wir haben ein wenig mehr Freiheiten beim Erkunden der besten Routen, um den Gegner zu flankieren. Allerdings müssen wir in fast allen Fällen, in fast allen Gefechten zu 90% tatsächlich den Weg über die Flanke suchen, weil frontal haben wir halt einfach wenig Chancen. Diese roten und grauen Kreise, die wir jetzt hier schon die ganze Zeit im Bild gesehen haben, stehen übrigens für den Status der Gegner. Rot bedeutet, die sind gefährlich, die sind nicht unter Sperrfeuer. Und weiß oder grau bedeutet, wir haben sie unter Sperrfeuer genommen und sie halten ihre Köpfe hauptsächlich unten. Je besser ein Gegner ist, desto kürzer wird diese Zeit andauern. Das heißt, desto schneller erholt er sich von Sperrfeuer und wird dann auch wieder rot und kommt wieder aus der Deckung raus und schießt wieder öfter. Ebenfalls ein netter Nebeneffekt, wenn wir unter Sperrfeuer haben, den Gegner, er schießt nicht mehr so häufig und seine Schüsse sind deutlich ungenauer. So, und wir sehen jetzt da oben den Bunker, den müssen wir jetzt auch einnehmen. Ich habe wieder mal meinem Unterstützungsteam, das ich hinten gelassen habe, habe ich Feuerbefehl gegeben. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal auf der Übersicht an. Da vorne ist der Bunker. So, und jetzt sage ich meinem Angriffsteam, dass sie den da oben ausschalten sollen. Gehe selber noch mit da hoch, versuche jetzt mal eine Handgranate. Schade, die ist nicht ganz reingegangen. Man sieht es schon im Idealfall, wenn wir halbwegs schlaue Kumpane haben, müssen wir eigentlich so gut wie gar nichts mehr machen. Theoretisch, wenn wir die Leute wirklich perfekt durch den Level lotsen und immer die Übersicht behalten, können wir das Ganze halt auch als reiner Kommandant spielen, der sich gar nicht selber die Hände schmutzig macht. Hier jetzt ein anderer Level, da haben wir statt eines zweiten Teams, haben wir einen Panzer, den wir genauso steuern können wie die Teams auch, nämlich mit dem Befehlscursor.
können zusätzlich den Panzer als Deckung nutzen oder oben drauf hopsen und das Maschinengewehr benutzen, um den Gegner unter Feuer zu nehmen und unten zu halten. Das alte Prinzip Steinschere-Papier gilt natürlich auch hier im Spiel. In Missionen, in denen wir einen Panzer befehligen können, können wir mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass irgendwo im Level sich mindestens ein, zwei Gruppen Deutscher verstecken, die mit Panzerfäusten ausgerüstet sind. Und die können natürlich unseren Panzer, wenn wir ihn ungeschickt einsetzen, ganz, ganz schnell außer Gefecht setzen. Diese Indikatoren, die wir jetzt hier schon die ganze Zeit gesehen haben, über die ich ja vorhin auch schon was erzählt habe, sind natürlich ein klein bisschen unrealistisch, denn sie zeigen doch sehr, sehr früh an, wo Gegner sich konzentrieren, und wir können sogar durch Hindernisse hindurch dann auch sehen, wo der Gegner ist. Das könnte natürlich den Realismusfanatiker stören, allerdings keine Angst, man kann die im Optionsmenü auch abschalten, genauso wie das Fadenkreuz der Waffen im nicht gezoomten Modus, das habe ich jetzt nur mal fürs Video angeschaltet. Rein atmosphärisch gefällt mir das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Eine stimmige Präsentation erinnert mich so ein bisschen an die Fernsehserie Band of Brothers oder Saving Private Ryan, was bestimmt auch kein Zufall ist. Allerdings vom Gameplay her muss ich sagen, es ist mir doch teilweise dann etwas zu statisch, weil es läuft halt fast immer darauf hinaus, den Gegner festzunageln und zu flankieren und dann auszuschalten. Und häufig ist es halt sehr, sehr offensichtlich, wie wir dabei vorgehen müssen. Allerdings gibt es auch einige Level, die eben nicht so eindeutig und linear angelegt sind. Da müssen wir dann tatsächlich lange ausprobieren, wie und wo und wann wir am besten vorgehen können. Was mich dabei allerdings dann wiederum nervte, war das Speicherpunktsystem, das ich so gar nicht mag und das einen häufig halt dazu zwingt, Situationen, die man eigentlich schon längst gemeistert hat, nochmal durchspielen zu müssen, weil man halt hinterher irgendwann dann doch noch gescheitert ist. Also Gearbox, beim nächsten Teil bitte auf das Speicherpunktsystem verzichten. Die erfolgreiche DTM Race Driver Serie ist mittlerweile zu Codemasters absolutem Steckenpferd herangewachsen. Logisch, dass der im Februar 2006 erscheinende dritte Teil das gleiche Konzept wie seine Vorgänger verfolgt. Er bietet eine Unmenge an Rennserien, Autos und Strecken, präsentiert in schicker Grafik. In unserer Preview-Version war ein gutes halbes Dutzend der über 40 Cups spielbar. Und dabei glänzt DTM 3 mit alten Tugenden. Oder um es andersherum auszudrücken, allzu viel Neues konnten wir zumindest in dieser Beta nicht entdecken. Die Rennen sind gewohnt kurzweilig, das Handling gibt keine größeren Rätsel auf. Zwar fällt die Steuerung im Pro-Modus selbst mit Force-Feedback-Lenkrad mitunter recht knifflig aus, von einer echten Simulation ist die Fahrphysik aber immer noch meilenweit entfernt, was besonders beim namensgebenden Herzstück des Spiels, den hier gezeigten deutschen Tourenwagen-Masters, etwas schade ist. Vielleicht tut sich ja bis Februar noch was. Bislang fahren sich die 480 PS Boliden von Audi, Mercedes und Opel aber nicht viel anders und damit ähnlich arkadig und ein wenig schwammig wie in den vorangegangenen beiden Teilen. Dass es mit dem vorab verkündeten Realismusanspruch von Codemasters nicht allzu weit her ist, zeigt auch die fehlende echte Cockpit-Ansicht, die zum Beispiel in GT Legends ordentlich zum Flair beiträgt. Die hier gezeigte halbherzige Innenraumperspektive ist das höchste der Gefühle.
Die mangelnde Simulationslastigkeit gleichen die fetzigen Rennen aber wieder aus. Hier ist immer was los. Wegen der recht aggressiven KI kann man sich nur selten am Steuer ausruhen. Ob ein DTM-Rennen zum wüsten Demolition Derby mutiert, hängt letztendlich aber von ihnen selbst ab. The engine in this superb machine produces nearly 600... Toll gemachte und mitunter sogar recht witzige Zwischensequenzen gibt es auch im dritten Teil zu bewundern. Sie sind allerdings nur schmückendes Beiwerk, da Codemasters, zum Glück wie wir finden, diesmal auf eine schmalzige Rennfahrer-Soap-Opera als Rahmenhandlung verzichtet hat. Nach dem DTM-Rennen sehen Sie nun noch einen Zusammenschnitt der anderen bereits spielbaren Rennserien. Dabei springt auch des Öfteren eine weitere alte DTM-Stärke ins Auge. Das Schadensmodell ist nämlich nicht nur optisch sehr detailliert und umfangreich, sondern hat auch enorme spielerische Auswirkungen. Achten Sie auf die Symbole rechts unten. Sie zeigen neben Reifenverschleiß und Benzinverbrauch auch den Zustand der wichtigsten Komponenten wie Motor, Getriebe und Lenkung an. Sobald sie sich orange oder gar rot verfärben, leidet die Leistung des Autos spürbar. In diesem Aspekt verhält sich DTM 3 sogar drastischer als die härteste Simulation. Schon mit einem deftigen Crash samt abgerissenem Reifen kann das Rennen vorzeitig beendet sein. Am meisten Spaß machen bislang die ruhmreichen Mercedes-Silberpfeile aus den 30er Jahren. Solange wir nicht gerade abgeschossen werden oder sich ein Konkurrent zärtlich bei uns einhakt, lässt er sich mit den bärenstarken Motoren und den dürren Reifen nämlich ganz vorzüglich driften. Auch wenn uns die spielbare Beta noch nicht hundertprozentig überzeugt hat. Dank des ebenso gewaltigen wie abwechslungsreichen Umfangs dürfte in DTM Race Driver 3 für jeden Rennspieler etwas dabei sein, womit er glücklich wird. Nachdem die Jungs und Mädels der Bethesda Studios sich gegen Videoaufnahmen von Oblivion lange gesträubt haben, haben sie nun endlich selber ein Filmchen mit Spielszenen des Rollenspiels veröffentlicht. Und zwar handelt es sich dabei im Wesentlichen um die Präsentation von der Spielemesse E3 im Frühsommer des Jahres, also bitte nicht verwirren lassen, wenn hier gelegentlich jemand dazwischen quatscht. Das ist Todd Howard, der die ursprüngliche Vorführung geleitet hat. Bitte beachten, dass wir auf die etwas mäßige Aufnahmequalität keinen Einfluss hatten und auch einige Szenen mittlerweile leicht veraltet sind. Die aktuellste Version von Oblivion sieht in vielen Punkten schon ein ganzes Stück besser aus, beispielsweise bei den Animationen. So, jetzt aber genug der Vorrede, kommen wir direkt zum Spiel. Die Anfangsszenen hatten wir ja bereits in unserer großen Vorschau in der vergangenen Ausgabe beschrieben. Oblivion steckt den Spieler ins Verlies, genauer gesagt in den königlichen Kerker. No, they're dead. I know it. My job right now is to get you to safety. I know this place. The prison? Yes, Your Majesty. Beneath the Legion compound. We're headed for a secret passage known only to the Blades. Eine gute Gelegenheit, um die plastischen Texturen oder die atmosphärischen Licht- und Schattenspiele zu bewundern. Das Staunen wird allerdings bald vom König höchstpersönlich gestört, der auf seinem Weg zum Fluchttunnel durch die Zelle des Spielers muss. Klar, dass der sich nicht lange bitten lässt, sich den Flüchtlingen anzuschließen. No sign of pursuit, sir. Good.
Let's go. We're not out of this yet. So beginnt das Abenteuer Oblivion. You. I've seen you. Let me see your face. You are the one from my dream. Für die meisten Rollenspieler wird trotz der ausgeweiteten Rätsel und Dialoge immer noch der Kampf im Mittelpunkt stehen. Deswegen werfen wir als allererstes einen Blick auf einen typischen Dungeon-Abschnitt. Schwertduelle spielen sich ebenso actionreich wie simpel. Mit einer Maustaste wird zugehauen, mit der anderen geblockt. Ein langer Klick löst eine besonders starke Attacke aus, die sozusagen aufgeladen wird. Wer möchte, kann übrigens die standardmäßige Ego-Perspektive gegen die klassische Tomb Raider-Ansicht eintauschen. Die Havoc-Physik verleiht der Oblivion-Welt nicht nur mehr Realismus, die Entwickler haben sie auch für zahlreiche Fallen und Puzzles verwendet. Die Fallen werden allerdings nicht nur dem Spieler gefährlich, sondern lassen sich auch gegen die Dungeon-Bewohner selbst verwenden, wie diese Skelettkriege hier bald erfahren müssen. Magie lässt sich genauso simpel per Mausklick einsetzen wie das Schwert. Feuerbälle dürfen in einem waschechten Rollenspiel natürlich nicht fehlen. Neben der Laufbahn als Krieger und Magier stellt eine Karriere als Dieb die dritte Hauptausrichtung dar. Diebe und Mischklassen wie Assassinen verlassen sich vor allem auf Geschwindigkeit und Lautlosigkeit. Ein Stealth-O-Meter, das ist die Anzeige in der Mitte des Bildschirms, zeigt an, wie gut man vor fremden Blicken geschützt ist. Solange man nicht entdeckt wird, haben beispielsweise Pfeilangriffe aus dem Hinterhalt eine besonders durchschlagende Wirkung. An dieser Stelle bietet sich außerdem noch einmal Gelegenheit, eine der vielen Fallen gegen ihre ehemaligen Besitzer zu verwenden. Nach so viel Kampf lassen wir es jetzt erstmal etwas friedlicher angehen. Und zwar gibt's eine kurze Tour durch eine der zahlreichen Städte, ein paar Gespräche und wir können Computercharaktere in ihrem Alltag beobachten. Das Dialogsystem haben die Entwickler im Vergleich zum Vorgänger etwas entschlackt. Man wird nun nicht mehr von 1000 Themen erschlagen, irrelevantes oder bereits angesprochene Angelegenheiten werden markiert oder ausgeblendet. Bei dieser Plauderei zwischen zwei NPCs bekommt der Spielcharakter ein neues Thema mit, über das er einen der beiden Freunde hinterher ausfragen kann. Und schon steht eine neue Mission im Questlog. Hello. What can this humble bard do for you in these? My character has just learned a new topic based on what they were talking about. I'm gonna ask him about that. I wish I knew more about it. Strange gates have appeared, and Daedra swarm the Legion soldiers. Zum Abschluss unserer kleinen Tour durch Oblivion zeigen wir nur noch ein paar Gefechte, die der Spielcharakter zusammen mit zwei NPC-Kämpfern durchsteht. Diesmal geht es gegen Höllenkreaturen aus der namensgebenden Oblivion-Dimension. Das Flammentor, das Sie am Ende des Videos sehen, ist eine der Verbindungen zwischen den Welten. Um diese zu zerstören, müssen Sie hindurch. Was dahinter allerdings wartet, will Bethesda noch nicht zeigen.
close shut the jaws of oblivion. Heute ist es mal richtig schön eng und kuschelig in der Sprecherkabine, denn heute sind der David und meine Wenigkeit zu zweit hier drin, um ein wundervolles Retro-Spiel, nämlich Bomberman, Atomic Bomberman um genau zu sein, zu kommentieren. Hallo David. Hallo Sascha. Hallo. Ja David, wenn du nichts erzählen willst, dann erzähle ich einfach mal. Das hier ist eine Partie, wir sehen es gerade, wir spielen mit insgesamt 5 Mitspielern. Da sind dabei der Georg, die Susanne, der David. Und der Simon, nicht zu vergessen. Simon, den wollte ich gerade noch nennen. Und natürlich der Sascha. Ich bin in diesem Match, glaube ich, der Orangene. Der David ist der Weiße. Und hier geht es schon tierisch ab. Da hat es schon alle gerissen. Ja, so, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das unter uns ausmachen. Ganz genau. Und jetzt sind wir natürlich beide ziemlich feige hier und schieben einfach die Bomben da. Und pass auf, das Gleiche nochmal. Ja, du hast natürlich auch noch die Fernzündbahn und kannst entscheiden, wann die hochgehen. Ja, das ist das Tolle am Bomberman. Es gibt da oben links in der Ecke, sieht man es, es gibt jede Menge Icons, die erscheinen, wenn wir die wegsprengbaren Blöcke wegsprengen. Und die machen halt verschiedene Dinge. Zum Beispiel kriegen wir dann Bomben, die wir per Fernzündung auslösen können. Normalerweise explodieren die Bomben nach ein paar Sekunden, ne? Und so, jetzt sind wir schon im nächsten Level hier. Das blaue Geflimmer, was da so die Augen beleidigt, das sind Förderbänder, auf denen sowohl die Spielfiguren als auch die Bomben sich vorwärts bewegen. Und man somit natürlich dem Gegner eine Bombe wunderbar vor die Füße treiben lassen kann. Besonders wenn man den Handschuh hat, das ist ein Extra da oben, der Weiß hat es gerade aufgenommen. Damit kann man die Bomben werfen. Man hat es eben gesehen, da habe ich jetzt den blauen, ich glaube es war der Simon, sehr schön in die Falle gelockt. Ganz genau. Und gleich wirst du auch, wenn ich mich recht entsinne an die Partie, wirst du den Orangen auch mit einem ganz eleganten Wurf wegkicken. Da hast du nochmal eine geworfen? Ja, die fliegen nämlich, wie man gerade gesehen hat, über Hindernisse. Das ist dann, wird dann besonders hektisch, wenn man noch mehr Spieler auf dem Bildschirm hat. Da hat man nicht viel Ruhe zum Reagieren dann. Ganz genau. Und das Witzige ist bei dem Spiel, wie es sich halt für ein klassisches Videospiel gehört, wenn man einen Gegenstand rechts aus dem Bild rausschmeißt, dann erscheint er am linken Bildrand wieder. Und so kann man sich auch wunderbar selber überlisten und killen. So, jetzt sind übrigens schon wieder wir beide übrig, weil du hast ja in Rot gespielt diesmal, glaube ich. Ja. Ja. Mal gucken, was wir jetzt draus machen. Ich glaube, wir schaffen sogar noch, bevor der Countdown auf einer Minute runter tickt, uns gegenseitig zu killen. Der Witz eigentlich. Ja, sehr schön. Da habe ich sogar mal gewonnen. Ich, der Nullchecker bei Bomberman eigentlich. Ja, aber ich habe mich ja umgebracht und nicht du. Also stimmt. Kein Kill für mich. Kein Kill für mich, genau. Unter diesem Motto steht auch das letzte Match und ich glaube, der David möchte dann noch ein paar Sätze dazu sagen. Ja, ich denke, das letzte Match lassen wir einfach weitestgehend unkommentiert, damit Sie mal sehen, wie viel Spaß das ganze Netzwerk macht. Und wenn Sie das Spiel noch irgendwo herbekommen, können wir das auf alle Fälle nur empfehlen, besonders weil das auch unter Windows XP noch heute ganz problemlos läuft. Playing with propane. Man, you blow!